Now that I am sober, I take back what I said. I'm sitting with this love hangover. Boy, it's hurting my head. Herzlich willkommen, Leute, zum Video. Heute zeige ich euch, wie es mit Keeper, wie ihr mit Keeper arbeiten könnt. Was ist Keeper? Keeper ist ein Plugin bei Chrome, was ihr benutzen könnt, um mehr über das Produkt schnell herauszufinden in kurzer Zeit. Und zwar hier habe ich einfach ein Beispiel genommen von einem Produkt. Und ihr seht hier nämlich das grüne mit 33.815. Das ist das Sales Rank von dem Produkt hier. Und hier seht es, das ist dann gesunken mal auf 171.000, dann ist es wieder hochgegangen. Hier dieser Sturz, sind sie vermutlich hatten sie keine Produkte mehr im Lager und deswegen sind die out of stock gegangen und dann sind sie wieder hochgekommen und dann hat das wieder sich eingependelt und sich kontinuierlich verbessert. Und hier sehen wir bis auf 1000, sogar auf 100, ist es näher an 100 gekommen. Ne, also hier bei 400, 300, 500. Ne, also ist es auf jeden Fall gekommen. Nämlich, dann sehen wir das hier auf der Achse hier. Und wichtig ist bei den meisten Produkten, dass ihr auch ein Produkt habt über 20 Euro und das hatte ich ja schon mal in den letzten Videos auch schon gesagt, damit die eure Marge noch dicker ausfällt. Und bei dem bei der Marge werdet ihr ungefähr bei 1 Euro oder 2 Euro dabei und das ist jetzt nicht gerade Sinn der Sache. Aber jedem sein, wie ihr wollt. Mein Tipp, auf jeden Fall über 20 Euro gehen im Verkaufspreis. Also Produkte suchen, die halt über 20 Euro sind. Und Keeper findet ihr hier. Ihr googelt das einfach. Keeper und es ist kostenlos hinzufügen. Dann geht das sofort in den Sekunden, ist es auch fertig. Und dann sehen wir dann auch hier, was ein Bestseller-Rank, falls sich manche fragen, was ist ein Bestseller-Rank. Amazon hat jedes Produkt hat ein individuelles ASIN-Nummer. Und dann hinzu auch, je nachdem wie sich das Produkt verkauft, wird es gelistet nach Bestseller-Rank, nach Ranks, also das heißt nach Sales-Rank. Das Produkt, was sich am meisten verkauft hat, bekommt natürlich Nummer 1, was am zweitmeisten sich verkauft, dann Nummer 2 und so weiter. Bei dem Produkt hier handelt es sich um, können wir kurz unten hier gucken, hier ist die ASIN, ne? Seht ihr auch hier, und dann hier das Produkt hat es in Küche, Haushalt und Wohn allgemein auf 573 geschafft. Und in der Kategorie Nähsets ist das Produkt auf Platz 1. Und das sehen wir nämlich hier unter dem Bestseller, unter den Nähsets ist das Produkt auf Platz Nummer 1. Jetzt können wir auch noch hergehen und dann ein paar andere Tools, die ich auch schon mal vorgestellt hat, in den anderen Videos rausklatschen und angucken. Das würde hier nicht funktionieren. Können wir mal das hier mal anschmeißen und dann zeigt er uns halt die Verkäufe, die sich so oder beziehungsweise wie profitabel das Produkt ist in einem Monat, ne? Ich gucke da gerade nichts aus, aber das wäre jetzt, ich habe einfach viel zu viele Sachen gerade auf dem Programm am Laufen, wahrscheinlich deswegen, aber das wäre so halt ein Indikat, so wo ihr sehen könnt, okay, das Produkt verkauft sich so oder so oft oder beziehungsweise ist eine Schätzung, wie viel das Produkt im Monat an Umsatz macht. Ne? Und darüber hinaus kann man schon dann weitere Rückschlüsse ziehen. Also das Produkt macht ungefähr 7500 Euro. Es verkauft sich 961 Mal geschätzt, wie gesagt. Es wiegt 281. Ideal, ne, unter einem Kilo. Aber die Marge beziehungsweise der Verkaufspreis ist hier nicht knackig. Wäre das hier bei, sagen wir, 22 Euro, dann werdet ihr mit 16 Euro
nach Abzug von Amazons Kosten pro Stück dabei, ne? Und monatlicher Umsatz wären hat die ungefähr bei 15.702. Aber das ist halt nicht der Fall, weil hier ist das Produkt auf 19,99, ne? Und daher ist es halt nicht knackig, sag ich mal. Und, ja. Also nochmal, also Keeper ist ein Tool, kostenlos, verschafft mir mal schnell den Überblick zu gucken, wie ist der Sales Rank, denn dann, das ist nämlich sehr wichtig, wenn ihr Produkte beobachtet, die, sag ich mal, launchen wollt, auf den Markt bringen wollt, und dann braucht ihr auf jeden Fall, den müsst ihr auf jeden Fall den Sales Rank beobachten über die letzten Monate bzw. Jahre, um zu sehen, okay, ist das ein neues Produkt oder ist das immer gefuscht worden, weil manche Software zeigen jetzt nicht so generell auch den Sales Rank, und hierüber könnt ihr auch mehr über das Produkt erfahren und bekommt mehr Daten und mehr aussagekräftige Daten über das Produkt, und damit ihr auch eine bessere Entscheidung, wenn ihr euch tatsächlich dafür entscheidet, das Produkt in Asien zu kaufen, dann auf Amazon zu launchen und auf den Markt zu bringen. Daher das immer im Auge behalten, die anderen Tools auch schon mit kombiniert damit benutzen, und falls es Fragen sind, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben bzw. in die Facebook-Gruppe, und ja, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Mach's gut!